Hallo, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr dieses Muster nacharbeiten könnt. Und zwar ist das Schnur aus Zeitungspapier, das auf einem Rahmen mit Röllchen, Hochschwingenröllchen, einfach nur umgedreht wird. Das geht zeitlich. Und zwar entweder aus dem Papier. Vorgeschnittene Streifen, die sind 5 cm breit, oder aber im Zeitungspapier, da dürfte die Streifen allerdings nur 2,5 cm machen, da das Zeitungspapier dicker ist und schwerer zum Aufrollen. Aber mit dem Krepppapier geht es ganz gut, deswegen zeige ich euch das jetzt mal als Papier. Macht ihr am Anfang, seht ihr das hier an. Als kleine Hilfe, damit es sich nicht immer wieder auftrotteln tut, klebe ich das ein bisschen mit Kleber, aber vorsichtig dosieren. Weniger ist da mehr. Und ihr habt schon den ersten Strang. Und keine Angst, falls es mir reichen sollte, ihr könnt es jetzt wieder mit Kleber zusammenfügen. Schön frisch aufrollen und eure Schnur aus Kartoffeln.